Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Douglas Make-up Adventskalender für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der Douglas Make-up Adventskalender ist ein Würfel-Adventskalender, einer von den vier Würfeln, die 29,99 pro Würfel kosten. Und ich habe Bock reinzugucken. Da soll wirklich nur Douglas Make-up drin sein. Ja, wahrscheinlich auch irgendwas an Füllprodukten oder so. Aber ich finde das ganz cool. Ich mache hier oben mal die Klebeviecher auf, weil das habe ich eben vergessen. Top vorbereitet hier. Ich muss es euch wirklich sagen. Ich finde es immer ganz cool, dass man halt diese Adventskalender auch mit Codes bestellen kann. Das hatte ich in dem Fall gemacht und habe dann Douglas 3 als Code verwendet und habe dann einen von diesen Würfeln auch gratis bekommen. Das müsste der Skincare gewesen sein. Sieht schon mal ganz schön vom Design aus. Das hat dieses weinrote Design. Und jetzt machen wir zuallererst mal das Schleifchen auf. Es ist super schön, wenn man den so verschenkt, finde ich. Kannst auch gut einpacken. Hier hast du dann auch so ein Kärtchen mit drin. Sammy Nörgelt. Mosi, das ist nicht für dich. wo dann halt die Produkte auch nochmal drin stehen mit den Mengenangaben und dem Inhalt. Also ne, die Inhaltsangaben. Und so schaut dann der Würfel-Adventskalender aus, wenn man ihn aufmacht. Wunderschön. Wirklich. Im ersten Moment ist es echt eine ganz klasse, tolle Geschichte. Ich mag das Design von diesem Jahr auch richtig gerne, dass halt so eine Winterlandschaft da ist. Ne? Das ist irgendwie die verschiedenen Städte. Rom, Berlin und Paris und hast du nicht gesehen. Ist echt toll gemacht. Schade ist nur, dass es ein Kläppchen-Adventskalender ist und man das Ganze dann über die Weihnachtszeit hin halt leider zerstören wird. Und genau das werden wir jetzt in 20 Minuten ungefähr machen. Ja, das startet man doch normalerweise mit der Nummer 1, die ich jetzt einmal suche. Ich glaube, wir starten mit einem Nagellack, denn das ist hier. Ach, schade, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass in einem Douglas Make-up Adventskalender auch Nagellack mit drin ist. Aber ich plane ja tatsächlich auch selber einen Nagellack Adventskalender für euch zu machen. Ein Parfüm Adventskalender, ein Nagellack Adventskalender und wahrscheinlich auch einen Ampullen Adventskalender. Ist aber eine schöne Farbe. Your Nails But Better Douglas ist eine neue Verpackung übrigens. Lovely Glow Beautifying Shiny Nail Polish. Und das sieht so ein bisschen aus wie der Ballet Slippers von Essie. Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt günstiger ist, um ehrlich zu sein. Wir haben hier 10 ml enthalten. Das dürfte auch eine Full Size sein. Und ja, eigentlich ein ganz guter Start. Ne? Dann kann man sich die Nägel schon mal schön machen. Sollte ich wahrscheinlich selber einfach mal für mich beherzigen und mir die Nägel schön machen. Ja, aber erst, wenn ich die ganzen anderen Adventskalender ausgepackt habe. Ne? Ansonsten lohnt sich das nicht. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit der Nummer 2. Oh, die ist hier. Die ist richtig groß. Oh nee, oh oh, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, wir haben auch Füllprodukte hier mit drin, aber diese Füllprodukte sind ja was ganz Besonderes. Und zwar sind das hier Dual Tip Make-up Cotton Buds, 30 Stück. Ja, das sind quasi Q-Tips, ne? Also wenn man die in einem größeren Pack holt, bei DM kosten die 20 Cent oder so, ich weiß nicht, aber ich gucke mal, was es halt bei Douglas kostet. Kann man safe auch so im Onlineshop kaufen. Ja, ist ganz nett, ne? Du hast ja halt zwei verschiedene Seiten auch dran. Das ist eine feine Seite, das ist eine grobe Seite. Da kannst du Make-up-Patzer mit wegmachen. Ja, ist okay. Ist ein Make-up-Adventskalender, aber wir gucken mal in die Nummer 3. Das finde ich jetzt als Füllprodukt ein bisschen öde, aber na. Okay, es geht weiter mit einem Nagellack offensichtlich. Also man sieht es ja schon anhand der Türchen. Kläppchen wohl bemerkt. All-in-One 3-Face-Oil. Okay, das ist ein Nagelpflegeöl. Das repariert, nährt. Gott, man kann es nicht lesen. Und macht noch irgendwie ganz viele andere tolle Sachen. Muss er halt vorher schütteln, ne? Ich gebe mir sowas gerne auf meine Fußnägel. Das hilft einfach, dass meine Fußnägel nicht so einwachsen. Ich habe halt runde Nägel. Das sieht man bei meinen Fingernägeln, glaube ich, auch ganz gut, ne? Die sind halt wirklich rund. Und damit mache ich meine Nagelhaut halt so ein bisschen entspannter. Und dann habe ich da halt weniger Probleme mit. Wurde auch schon zweimal operiert. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und jetzt über Füße zu reden, es tut mir leid, wenn ich irgendwen damit getriggert habe. Aber dafür verwende ich das halt. Ja, all in one. Okay, wir haben immer noch kein Make-up, Leute. Ich will Make-up haben. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht ein Full-Face draus machen oder so. Nicht mit diesen drei Produkten. Okay, die Nummer 4 ist hier. Die ist schön lang und schmal. Da ist entweder ein Kajal, ein Lip-Pencil oder hoffentlich ein Pinsel drin. Oh, die sind gut. Selber. In Raspberry Pink ist das ein Douglas Ultimate Longwear Lip Liner. Die sind gut. Ich müsste den tatsächlich noch aus dem letzten Jahr haben. Ist aber langanhaltend, ist gut, ist zum Hochdrehen, ist auch eine schöne Farbe. Ne? Ist halt so ein Rot, klassisches Rot. Genau. Passt auch zu
zur Weihnachtszeit kommen. Die Nummer 5 haben wir hier. Auch die ist lang und schmal. Das ist eine Nagelfeile, ist, dann rast dich aus. Nein. Okay. Oh, wir werden sowas von einer Nagelfeile hier drin haben, oder? Schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob da eine Nagelfeile drin sein wird oder nicht. Ob ihr das vermutet. Okay, passend zum Lippenstift haben wir hier auch noch ein Ultimate Satin Long Lasting Liquid Lipstick. Die sind gar nicht mal so günstig, ne? Also die Make-up-Produkte von der Douglas Eigenmarke sind recht hochpreisig. Deswegen, klar, werden die nicht so ultra viel hier reingepackt haben, aber so ein bisschen mehr hätte ich schon vermutet. Ist ganz cool, weil das halt zum Lip Liner dazu passt, ja. Und Satin heißt dann wahrscheinlich auch, dass es nicht so ultra austrocknend ist, was ich befürworte, so nennt man das. Nikolaus. Nikolaus darf jetzt auch gerne mal was Aufregendes sein, Leute. Wir haben jetzt echt nicht so das Spektakulärste drin gehabt. Es ist länglich. Ich reiße den ganzen Adventskalender hier auseinander. Mhm. Oh. Nein, fall nicht weg. Komm her. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sammy, komm und hilf mir. Kleister. Ah, okay, das ist jetzt auch nicht so aufregend. Sammy, du wolltest helfen, ne? Ich hab das gemerkt. Das hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. So ein wundervoller Hund. Okay, das ist ein Intense Kohl Pencil, aber es ist immerhin von der neuen Douglas Logo-Geschichte, also mit der neuen Douglas-Verpackung. Also es ist schon wieder irgendwie verziehen. Ja. Also, ich weiß nicht, wer von euch noch Kajal richtig verwendet. Ich habe meine Punkzeit ja schon vor 15 Jahren ungefähr hinter mir gelassen. Also so ungefähr, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin. Denn er war ein kleiner Hip-Hopper und ich war ein kleiner Punk. Und dann, ach, eine Love Story, ich sag euch das. Ja, da habe ich sehr viel Kajal verwendet. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Und ich kann es halt auch nicht als Eyeliner verwenden, weil das halt abstempelt bei mir. Ne? Das funktioniert einfach nicht so gut. Und das ist halt eine Art zum Anspitzen. Ist nichts für mich, wirklich nicht. Da komme ich nicht mit klar, weil das halt bei mir sehr, sehr verschmiert. Damals hatte ich halt nicht so die Augenfalten. Mittlerweile setzt sich das an Stellen ab. Da habe ich damals nicht mehr dran gedacht. Aber gut, ja, ist halt in der 6 drin. Ist für mich überhaupt kein Nikolaus-Produkt. Wobei Knecht Ruprecht, ne? Vielleicht doch so ein bisschen assoziiert. Die Nummer 7 ist irgendwie auch wieder so klein und eckig. Ist auf jeden Fall kein Nagellack. Was ist das? Oh nein, das ist ein Anspitzer, ist auch nett. Passend zum Kohlkajal hat man nämlich hier einen Anspitzer mit dabei. Ist auch so ein Füllmaterialprodukt, aber ich muss sagen, die Anspitzer von Douglas sind gut. Ich habe sogar, genau, den aus dem letzten Jahr tatsächlich noch bei mir drin stehen und der fällt schon so ein bisschen auseinander. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der Nachfolger wird. Hier steht übrigens überhaupt kein Branding drauf, was ich sehr interessant finde. Denn ansonsten hast du irgendwo immer so eine Marke mit draufstehen. Aber gut, doch. Also Füllprodukt, aber aufgrund Kohlkajal und so weiter ist es ein gutes Füllprodukt. So, meine Haare. So, die Nummer 8 gucken wir uns jetzt mal an. Die Nummer 8 soll machen, dass es kracht. Denn so viel hat hier noch nicht gekracht, muss ich gestehen. Let me stay. Oh, oh, das ist groß. Ich hab's gedreht. Das war nicht gut, das zu drehen. Nein, ich krieg's nie wieder raus. Nein. Eigentlich bräuchte ich so einen Mini-Saugnapf, um die Produkte rauszunehmen. Ne? Seine Eyeshadow Base. Let Me Stay. Creamy Eyeshadow Base. Finde ich gut. Ist wirklich gut. Ne? Ja. Kann ich gut gebrauchen. 8 Gramm? Das dürfte Full Size sein. Meine Fingernägel fallen einfach vollkommen ab. Sieht so ein bisschen aus wie ein MAC Paintboard, ne? Das finde ich ja cool. MAC Paintboard ist ja nicht so ganz meine Welt, aber das hier ist ein rosa Ton. Das könnte was werden mit uns zwei Hübschen. Oh. Gibt übrigens auch eine Verlosung in diesem Video. Ich hoffe, dass ich sinnvolle Produkte für die Verlosung zusammenbekomme. Ne? Was es zu gewinnen gibt, sage ich dir nachher. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox. Ist wie immer. Das war jetzt die Nummer 8. Ja, war schon Kracher. Ja, irgendwie schon. So, dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 9. Auch wieder ein rundes Produkt. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Spiegel oder sowas drin. Nein! Oh, es ist... Nein, ich fühle es schon. Das ist ein Puffelding. Ja, das sind halt die Dinge, die du, wenn du so ein Puder kaufst, ne, dann ist das mit drin. Aber du lässt es halt drin, damit das Puder nicht, das lose Puder jetzt nicht irgendwie wegfliegt oder so. Aber du benutzt es doch nie, oder? Wer benutzt Powder Puffins oder auch Puffeldinger? Sagt mir das gerne unten in den Kommentaren. Können wir uns mal austauschen. So, dann kommen wir mal zu dem zweistelligen Bereich und gehen zu der Nummer 10. Also dieser Adventskalender hat mich bislang noch nicht in seinen Bann gezogen. Bin ich ehrlich. Die ist lang und schmal. Da ist wahrscheinlich auch wieder so ein Stiftding drin.
Nein. Oh. Bleib hier. Es will wandern. Nicht wandern. Das ist praktisch. Das ist ein Augenbrauenstift oder auch ein Eyeliner. Ja. Ne? Das ist gut. Kannst einen Eyeliner mitziehen, kannst aber auch deine Augenbrauen mitmachen. Kannst aber auch hier am unteren Wimpernkranz, das ist so ein Allrounder-Pencil, ne? Damit korrigiere ich auch gerne, wenn ich bei meinem roten Lippenstift übermalt habe oder so. Deswegen, gutes Produkt, freue ich mich drüber. So, war das jetzt die 10? Ja, das war der Einstieg in den zweistelligen Bereich. Jetzt gehen wir zur nächsten Zahl, die Nummer 11. Das ist eine Schnapszahl. Die ist hier. Ah ja. Ja, ja, das habe ich auch erwartet. Das ist ein Monolidschatten, ne? Ja, in der Farbe 205 Glorious. Und das ist halt so ein schöner Ton, den du wahrscheinlich auch in jeder anderen Lidschattenpalette mit drin hast, weil das so ein Inner Corner Highlight ist oder ein Augenbrauen Highlight Ton. Kannst du safe auch als Highlighter verwenden, wenn du es intensiver haben willst, denn Lidschatten sind immer etwas intensiver pigmentiert als ein Highlighter, ne? Also es ist ein Allround-Ton, den kann man gut gebrauchen, ist auch mit dem neuen Douglas-Logo, deswegen finde ich das okay. 1,3 Gramm, das dürfte halt auch ein Full-Size-Produkt sein. Ja, aber ich persönlich mag halt keine Monolidschatten, aber das ist mein Problem, ne? Das ist halt hier ein Make-up-Adventskalender und da hast du halt sowas auch mit drin. Ich hatte nur gehofft, dass wir vielleicht in 24 oder 6 oder so eine Lidschattenpalette oder so drin haben. Wäre nett gewesen. So, dann gehen wir jetzt mal zu der Halbzeit, die Nummer 12. Ist auch wieder hier lang und schmal. Vollkommen zerstört. Das hier ist ein Eyebrow Styler in der Farbe Dark Brown. Ja, das ist leider nicht meine Farbe, Leute, ne? Sowas ist halt immer schwierig in Adventskalendern reinzupacken, aber hey, was soll's? Die meisten Leute sind nun mal dunkelbraun von der Haarfarbe her. Sind ja nicht alle so blond wie ich oder rothaarig oder grau. Nö, da kannst du auch einen Dunkelbraun reinpacken und da hast du auf der einen Seite halt einen Dunkelbraun als Augenbrauenstift, dann hast du auf der anderen Seite so ein Wachsprodukt wahrscheinlich zum Fixieren und hier hast du noch so ein kleines Bürstchen mit dran. Es ist nett, ne? Also ja, und vorher hatten, nee, das Eyeliner-Ding war ja wofür was anderes, ne? Ja, aber Dunkelbraun, vergiss es. Okay, ja, das war die Halbzeit. Theoretisch wäre es geil gewesen, wenn das meine Farbe gewesen wäre. Ist es nicht, deswegen war es eine blöde Halbzeit. Dann gehen wir jetzt zu der Nummer 13. Das wird bestimmt wieder so ein Liquid Lipstick oder sowas. Nee, oh. Falsch gedacht, Claudia. Das ist die Volume Obsession Volumizing Mascara. Und die ist neu aufgelegt, denn sie hat das neue Logo von Douglas mit drin. Genau, die hatten wir letztes Jahr, meine ich, auch irgendwie in einem der Douglas Adventskalender drin. Finde ich eigentlich ganz cool, ne? Dass du hier einfach mal eine Full-Size von der Mascara drin hast. Der Adventskalender macht sich doch ein bisschen, ne? Die Nummer 14 haben wir hier unten. Das ist klein und rund. Ja, ich wusste, es musste mit drin sein. Es tut mir fast schon leid für alle Menschen, die sich den Adventskalender kaufen. Aber auch hier haben wir ein Telefonkabel, Haargummi. Ich liebe die Dinger, aber irgendwann hat man auch genug davon. Ja, ne? 15. Machen wir einfach mal lieber weiter. Das wird ein Nagellack sein, das dritte Nagelprodukt. Ja, das musste auch sein irgendwie, gefühlt. Farblich passt ja auch voll gut zu dem Lippenstift. 235 Fuchsia Night Dress, ein Nail Polish Timeless. Das ist dieser hier. Musste sein, ne? So ein richtig schöner Nagellack in Rot. Musste sein. Übrigens, die Douglas-Nagellacke, die halten auch ganz gut, ne? Ach, hier ist bestimmt ein Spiegel drin. Ich will nicht, dass ich das aufmache und dass da ein Spiegel drin ist. Aber das ist so groß und rund und oh nein. Ja, Make-up, Leute, das beinhaltet so viele Dinge wie Primer und Puder und Blush, Bronzer, Highlighter. Und ihr macht da einen Spiegel rein. Und das ist nicht mein Klappspiegel. Es ist einfach so ein Spiegel, der praktisch ist, theoretisch, aber in der Praxis finde ich es einfach blöd. So, 17. Lang und schmal auf dieser Ebene. Was ist das? Ein Lip Liner? Noch ein Lip Liner? Wir haben doch schon einen Lip Liner. Ein zweiter Lip Liner. Okay. Rosy Petal ist hier die Farbe. Ja, es ist einfach der zweite Lip Liner, ne? Hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber er ist drin. Das ist von der neuen Douglas-Geschichte. Aber hätte jetzt nicht sein müssen. Die haben doch Vielfalt. Also die haben echt Vielfalt bei sich, ne? Aber gut. Hier haben wir die Nummer 18. Die ist klein. Habe ich irgendwas davon gesagt? Vielfalt, Blush Bronzer, Highlighter. Ja. Was ist das? Das ist bestimmt ein Highlighter-Stick oder so.
Gold Express Radiance Highlighter Stick. Ja, das ist dieser hier. Kommt noch aus dem alten Douglas Sortiment. Ja, aber ist halt drin, ne? Gold passt auch. Wir reden hier von einem Adventskalender. Es geht Richtung Weihnachten. Dementsprechend darf hier auch was Rotes und was Goldenes drin sein. Deswegen finde ich es toll. So, ich finde es schön, dass hier ein Highlighter Stick drin ist. Und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Denn irgendwas möchte ich aus diesem Adventskalender doch bitte auch behalten. Oh. Oh, 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 oh. Ne? Oh, soft, baby. Schön. Schön. Softer Schimmer. Man sieht ihn kaum, ne? Aber es ist, ist das schön. Das mag ich. Doch, 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 doch. Das ist ein schöner Highlighter und das finde ich jetzt gerade toll, dass er drin ist. Ich weiß nicht, ob das eine Full Size ist. Was haben wir denn hier drin? 4,3 Gramm. Aber das finde ich klasse, weil das für mich auch eine tragbare Farbe ist. So, haben wir hier auch noch Blushenbronzer drin. Jetzt werde ich aber übermütig. Okay, gehen wir mal in die Nummer 19. Ja, das ist blöd, ne? Das ist so ein Silikon-Schwämmchen-Applikator und auf der anderen Seite könntest du dir mit dem Ding wahrscheinlich auch noch einen Eyeliner ziehen. Also ein Füllprodukt ist kacke. So, aber es ist innovativ, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Gott sei Dank. Gehen wir mal in den 20er-Bereich und die Nummer 20 ist riesengroß. Also mega. Okay, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch einen Douglas Adventskalender kauft, kauft euch nur einen und nicht alle. Denn sonst habt ihr Sachen doppelt und dreifach. So, hier haben wir nämlich eine Lidschattenpalette drin. Ich finde es geil, dass sie drin ist. Und das ist auch eine tragbare Lidschattenpalette, weil es ist die Mini Best of Colors und die enthält diese Farben. Ich mache die jetzt bewusst nicht auf, weil die ebenfalls in einem Adventskalender landen wird. Ne? Die wird nicht bei mir bleiben. Denn das sind halt... Nee, die ist anders als die andere, die ich vorher hatte. Das finde ich gut. Die andere, die ich vorher hatte, war nämlich komplett nude und die hier... Hat hier noch so Grüntöne mit dabei. Sieht man das? Das ist schon wieder gut. Dann hast du nämlich, das ist sinnvoll überlegt, Leute. Da hat sich jemand hingesetzt und sich gedacht, es könnte sein, dass jemand so bekloppt ist, sich alle Adventskalender zu kaufen und da möchten wir wenigstens die Lidschattenpalette in unterschiedlichen Nuancen reinpacken. Das war schlau. Das finde ich cool. Das ist nett. Und ja, entweder wird die gleich verlost oder wie auch immer. Ich muss mal gucken. Geht dann in einen Adventskalender, den ich verschenke oder verlose. Man weiß es nicht. So, gute Nummer 20. Mensch, andere packen das in der 24. Da bin ich echt gespannt, was denn in der 24 drin sein wird, wenn da eine Lidschattenpalette drin ist. Krass. 21. Ja gut, das ist hier wieder ein Nagellack. Welche Farbe ist das? Das ist ein Topcoat, Basecoat. Oh, schöne Farbe. Mintflower, Pastell, gefällt mir. Wobei Pastell finde ich öde. Ich mag das ja gerne, wenn das deckend ist, aber dann mache ich mir das über ein Weiß oder eben über den Ballet Slippers drüber. Ne? Richtig schön. Obwohl, nee, Pastell ist auf die Farbe an sich. Das ist ja, Pastell heißt ja nicht, dass er halb durchsichtig ist. Ne? Der ist geil. Sowas mag ich. Den habe ich auch von, oder so eine ähnliche Geschichte von Kia T bei mir im Nagellackregal stehen. Ich mag gerne so Mintgrün. Finde ich toll. Das ist eine schöne 22. Für mich auf jeden Fall. 21. War das die 21? Ja. Jetzt gehen wir zu der 22. Hier haben wir wieder ein... Wieder ist gut, Leute. Naja, aber ich habe hier andere Adventskalender auch schon ausgepackt. Ein Schwämmchenapplikator, aber das hier ist ein kleines Schwämmchenapplikator. Damit kannst du halt super schön unter dem Auge arbeiten für den Concealer. Das ist eine gute Geschichte. Der hat auch eine super, super Spitze. Und auf der Seite kannst du dann halt richtig großflächig arbeiten und auf der Seite dann etwas feiner. Kannst du schön so festhalten oder so. Voll gut. Das Schwämmchen gefällt mir. Das ist süß. So, das war die 21, 22. Ich kann zählen. Die Nummer 23 ist hier. Die ist aber groß. Ah, okay. Ja, irgendwann muss das Make-up ja auch wieder runter. Deswegen haben wir hier so ein Abschminktuch. Ja, ist okay. Ne, ist okay. Ist okay. Ich weiß schon, für wen ich das in deinen Adventskalender packe. Die Nummer 24 ist jetzt hier. Sie ist lang und schmal. Ich denke, wir haben ja noch einen Lip Liner, der sucht nach einem Gefährten. Da wird ein Lippenstift drin sein, oder? Vielleicht auch eine Mascara? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist eine Mascara. Ja, sehr cool. Und zwar
auch das wieder, also mit den zwei Mascaren hast du im Prinzip den Adventskalender wieder raus, ne? Die Exception Ice Mascara ist das hier von Douglas. Das ist diese hier. Und die soll halt irgendwie mega Volumen machen, ne? Die habe ich nämlich letztens einer Freundin geschenkt. Die war ja auch schon in einem anderen Adventskalender drin und die braucht eine Volumenmascara und ich hatte eine für sie. Die soll definieren, Schwung reingeben, Länge geben, Dicke geben und intensivieren. Das ist auf jeden Fall der Sinn hinter dieser Mascara. Jo, haben wir auf jeden Fall eine bunte Mischung. Ich persönlich vermische ein wenig Blush und Bronzer. Wobei das halt auch echt immer so eine farbspezifische Geschichte ist. Ne? Da weiß man ja nie, was der andere halt, na, derjenige, der es auspackt, hat. Ansonsten hast du hier gute Produkte drin. Ich finde es cool, dass wir eine Eyeshadow Base drin haben, weil das ist echt mal was anderes. Meine ich aber auch, dass wir das im letzten Adventskalender drin hatten. In irgendeinem von Douglas. Ja, die Füllprodukte sind so lala gewählt. Und ja, der Adventskalender hat mich nicht umgehauen. Da kann man sich besser den Douglas Beauty holen. Oder man holt sich den Douglas Luxury, wenn man nochmal 10 Euro drauflegen möchte. Ne? Also da hat man dann auch auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Aber wenn man wirklich nur rein dekorative Kosmetik und ein paar Tools möchte, ist dieser Adventskalender auf jeden Fall die Wahl. Quasi. Von Douglas. Wobei ich den von Trend It Up tatsächlich abwechslungsreicher und besser fand. Jetzt stelle ich dir mal kurz zusammen, was du in diesem Video gewinnen kannst. Das ist jetzt eine sehr weihnachtliche Auswahl, welche ich getroffen habe, natürlich. Ne? Der Nagellack, der Liquid Lipstick, dieser Lip Liner, der Monolidschatten und, weil irgendein Füllprodukt auch mit rein muss, der Handspiegel. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht natürlich unten in der Infobox, wie immer. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, ne, wie gesagt, das war der Adventskalender, war durchwachsen. Waren schon coole Produkte bei, wo ich gedacht habe, Mensch, wow. Aber dann auch wieder etwas, wo ich dachte, auch nö. Ne? Also was hat ein Telefonkabel-Haargummi in einem Make-up-Adventskalender zu suchen? Vielleicht, wenn du deine Haare zurückbinden musst, weil du ja gerade dein Make-up machst, könnte man vielleicht als ja, Beweggrund nehmen. Aber na, das war jetzt auf jeden Fall mein Unboxing dazu. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!